zum Rohnachrichten Sportlokal am Freitag, den 21. September 2018 haben wir. Neben mir steht der Kollege Thomas Traumstadt-Schulzke heute mal wieder. Ich bin Daniel Otto, Traumstadt natürlich deswegen, weil wir haben neue Ligen, die am Start sind. Ja. Ja, wir sprechen gleich über unter anderem Basketball und Volleyball. Mhm. Fangen aber erstmal an mit Handball. Da war diese Woche einiges los. Wenn man nur mal auf den BVB guckt, die BVB-Frauen. Trainer hat sich getrennt von der Mannschaft oder vom Verein. Gab vertragliche, wollen wir jetzt nicht alles durchkauen. Fakt ist, der Trainer ist weg. Gino Smits übernimmt, der Nachwuchsleiter. Und am Wochenende spielen sie gegen die Tussis aus Metzingen. Zu Hause. Ja. In Herdecke. Ja. Gewinnen sie trotzdem? Nein. Das befürchte ich nämlich auch. Es wird, glaube ich, schwer. Es war eine harte Woche. Norman Rentsch ist gegangen. Alle Spielerinnen haben es auch betont. Sie haben gerne mit ihm zusammengearbeitet. Es gab Theater mit dem Vorstand. Ich glaube, um das nochmal hier zu erzählen, da müssten wir zwei Sondersendungen machen. Ja, oder einfach nochmal nachlesen. Steht alles bei uns. Wir kümmern uns jetzt um das Sportliche. Genau. Zum Auftakt zwei Spiele, ein Punkt. Metzing, richtig gute Truppe. Also es wird eng. Es wird eng. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Willst du das wirklich durchtippen? Ja, klar. Gut, ich sage, sie verlieren mit zwei. Mit einem. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe aber, dass es anders ist. Kurzer Blick auf die Westfalenliga. Der OSC spielt gerade zu Hause gegen... Bitte? Auf die Welche Verbandsliga. Liga? Richtig. Kurzer Blick auf die Verbandsliga. Wir schneiden hier nichts. Der OSC spielt gerade zu Hause gegen Hattingen. Ja, und feiern gleich den zweiten. Um kurz vor 10 feiern sie den zweiten Heimsieg der Saison. Weil die mit 3 gewinnen, dann haben sie 4-2 Punkte. Alles in Ordnung. Ich war etwas überrascht. Hombruch spielt auch zu Hause. Das war doch vorher mal andersrum, oder? Ja, die haben jetzt zwei Heimspiele hintereinander. Ja, so, jetzt sind wir wieder zwei Heimspiele. Warte mal, gegen wen spielen die? Hombruch, warte, ich halte schon mal den Buzzer drauf. Gegen? HSC Haltern Süden? Siegen. Ja, richtig. Ich hab's extra, genau. Ich hab's vorher gewusst, dass du da irgendwie drauf hinaus willst. Du wohnst an Erkenschwick, oder? Ich wohne in Mainarzhagen. Samstag 19:30 Uhr in der Halle Renninghausen spielt der TuS Westfalen Hombruch und holt den nächsten Sieg. Oh, das wird eng. Ich tippe Unentschieden. Ich glaube, Haltern ist auch mit 2 Siegen gestartet, haben eine richtig gute Truppe. Siegen oder Sügen? Sieten. Ja, und ist diesmal ein Unentschieden. Dann haben sie einen Sieg, einen Unentschieden, eine Niederlage. Hombruch in 3 Spielen als Aufsteiger, das ist okay. Deswegen wird es 21-21. Nee, die gewinnen auf jeden Fall 23-21 gegen Süden würden sie verlieren, aber gegen Siegen. Verarschen? Gegen Süden würden sie verlieren, aber gegen Siegen gewinnen sie mit 2. Okay, alles gut. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ganz kurzer Blick, wirklich nur durchtippen. Ja. Die Handball-Landesliga, wir haben noch viel vor heute. Ja. Westfalia Herne gegen Borussia Hösten. 23-20. Nee, unentschieden. 22-22. Dorsfeld gegen Recklinghausen. 31-29. Boah, da geht's richtig zur Sache. Da fallen viele Tore. Ja. Nee. 27-24. ASC gegen den VfL Brambauer. Was? Brambauer? Wie viel Haas haben die denn in einem? Brambauer! Was ist denn mit dir, ey? Brambauer! Okay, wir tippen lieber. ASC gefrustet nach der Niederlage letzte Woche. Wo ist denn das H bei ASC? Ja, genau. Gewinnen 26-20. Ja, da bin ich bei dir. Und um was anderes zu sagen, 25-19. DJK Özbekley gegen den SV Westerholt. Özbekley letzte Woche schon richtig stark gegen Dorsfeld und jetzt der erste Saisonsieg ist da. Definitiv. Gewinn mit 4. Ja, 21-19 auch. Mhm. Wellinghofen gegen Lettmate. Oder heißt das Lettmatte? Weil es mit Mathe geschrieben wird. Nee, Lettmatte, schon richtig. Herzlich willkommen in Westfalen. Wie geht's aus? Wellinghofen gewinnt das. Ja, erste Saisonsieg. Ja, würde ich auch sagen. Mit 3. Okay. Den ersten Saisonsieg, den ersten Heimsieg peilt auch der TVE Barup an, denn die starten in der zweiten Regionalliga. Mhm. Und zwar haben sie ein Heimspiel an diesem Wochenende, deswegen sprechen wir erst über den TVE. Mhm. Die spielen nämlich, jetzt muss ich es ganz kurz suchen, gegen... Was soll ich dir sagen? Ja, sag mir. Wo steht GV Waltrop. Gegen Waltrop, richtig. Und zwar zu Hause am Samstag um 19:15 Uhr in der Halle Wischling. Mhm. Habe ich mir alles aufgeschrieben, aber den Gegner nicht, weil er mir egal ist, weil sie natürlich gewinnen natürlich werden. Natürlich gewinnen. Ganz klar. Ja, die Truppe von Darius Dumanski hat letztes Jahr schon richtig starke Sorgen, hat ja auch lange um den Aufstieg mitgespielt, zum Schluss ein bisschen schlapp gemacht. Sind Dritter geworden aber. Ja, ne? Dritter. Ja. Sind so zusammengeblieben, deswegen gewinnen die zum Start, die hauen mal einen raus, gewinnen mit 19.
Die Kollegen haben auch eine Umfrage gemacht, sie gelten auch so ein bisschen als Geheimfavorit, ne? So hinter den... Hamm wurde immer wieder genannt, ja. Wulfen wurde gelesen. Immer wieder genannt, aber danach kamen schon, glaube ich, die Lippe Baskets aus Werne und der TVE Barock. Die wurden häufig genannt als Teams, die aufsteigen können. Von Waltrop habe ich nichts gehört, deswegen gewinnen sie mit 18, habe ich gesagt. Ja, mit 18. Okay. Ja, gut. Ja, ich, Basketball kann ich nicht tippen. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Aber Handball kannst du richtig gut tippen. Mit 14 gewinnen sie halt. Okay. Weiß ich nicht. Bin ich gespannt. Die Frage ist ja auch, wenn man am Ende oben steht, ob man überhaupt aufsteigen will. Ja. Viele wollen es ja gar nicht, weil es zu teuer ist. Der SVD hat es gewagt. Jetzt in der ersten Regionalliga fangen, wie gesagt, mit einem Auswärtsspiel an in Herford. Ja. Bevor wir tippen, bevor ich meinen Tipp abgeben kann, mit einem guten Gewissen, hören wir uns kurz an, was Spieler Kevin Bode sagt. Wir freuen uns tierisch auf die Saison. Das ganze Team hat sich letzte Saison mega den Arsch aufgerissen, dass wir jetzt hier stehen können. Und gegen Herford ist natürlich schwierig einzuschätzen. Herford ist ein starkes Team. Wir werden natürlich unser Bestes geben. Die Chancen stehen aber eher für Herford. Er hat Bock. Das wird wohl nichts. Ja, aber er hat Bock. Er hat Bock auf das Spiel. Klar, aber er gibt es ja zu, wir sind Außenseiter. Wir werden sehr, sehr häufig in der Liga Außenseiter sein. Die anderen haben richtige Importspieler, die da gekommen sind aus Amerika, kurzfristig nochmal einverpflichtet. Der SVD setzt auf den Bowser weiter. Ist nicht mehr der Jüngste, aber hat natürlich eine feine Hand. Keine schlechte Wahl. Der hat eine richtig feine Hand. Aber die anderen haben natürlich die Amerikaner, die sind im Schnitt ein bisschen jünger, ein bisschen mehr Power. Aber deswegen wird es eng in Herford. Und verlieren damit 3. Okay. Ich mache wieder den Pessimisten, die verlieren also mit 7. Das müssen wir aber alles aufschreiben. Wir müssen das alles mal aufschreiben, damit wir Sonntag, wenn wir hier stehen, auch schön den Buzzer drücken können. Ja, vor allem nicht den Bowser, sondern den Buzzer. Wahrscheinlich müssen wir uns 10 Mal entschuldigen Sonntag. Ja, weil sie nämlich einen überragenden ersten. Aber dafür sind wir auch da, um ein bisschen motivierend. Ja, das kannst du dir zwar nicht in die Kabine hängen, aber du kannst es dir Freitag anhören. Das Video würde ich nochmal glatt vorm Spiel zeigen. In die Kabine hängen, ne? Bowser, du bist zu langsam und zu alt, du kannst gar nichts. Ihr verliert das zum Start. Das haben wir nicht gesagt. Nein. Ja, gut. Ebenfalls in die Saison starten die Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Hörde. Und zwar zu Hause. In der Halle am Phoenix-Gymnasium gegen, und jetzt muss ich nochmal nachgucken, die SGSV-Wert/TUP Bocholt. Ja. Der Name ist mir zu lang, die verlieren. Wer so heißt, darf nicht gewinnen. Ja, aber ich halte so wie die Trainerin. Sani Köster hat, glaube ich, bei uns gesagt, ich kenne den Gegner nicht, ich kann wenig dazu sagen, ich kenne ihn nicht, trotzdem gewinnt der TV Hörde mit 3-1. Nimmt alle Punkte mit. Ja, 3-1, glaube ich auch. Wie gesagt, Phoenix-Gymnasium, Samstag, 19:30. Wer da Bock drauf hat, Volleyball, hin dort. Dann gucken wir in die Fußball-Oberliga. Da haben wir jetzt nicht die Kracherspiele. Nee. Der ASC spielt zu Hause am Sonntag 15 Uhr Schwerter Straße. Und ich habe gehört, Maxi Podil steht vor seinem Comeback. Ja, nach seinem, ich glaube, Meniskusschaden im Knie steht vor dem Comeback. Dann Rosenkranz spielt wieder. Simatus ist aus dem Urlaub zurück. Mike Schäfer ist nach einer Woche zurück. Da sitzen, der hatte 16 Leute beim Training, sah jemand. War wusste gar nicht, was er machen soll. Ne? Nein, es war viel zu viel. Hat 10 Hütchen vergessen. Ja. Und selbst Münzel, auch wieder auf der Bank. Nach seiner Schambeinentzündung, der 2017 im April hatte, sitzt auch wieder auf der Bank. Kann es auch wieder einsetzen. Deswegen, ich glaube, beide Teams 7 Punkte. Aplerbeck Sonntag 10. Schermbeck bleibt hängen. Oh. Aplerbeck gewinnt 3-0. Boah, das ist... Ja, klar. Nee. Doch. Podel macht das 2. Ja, genau. Dann geht es 2-1 aus. Schöne 2-1, Konter. Merkt euch meine Worte. Ja. Kurz tippen, Paderborn 2 gegen den FC Brünninghausen, auswärts, weit weg, rechts Richtung Ostwestfalen runter, deswegen nur der Tipp. 1-0 Brünninghausen. Ein Auswärts. Also 1-0 für Brünninghausen. Ja, gut. Ich hoffe auch, dass sie gewinnen. 2-0. So, hab erst überlegt, ob ich unentschieden tippe. Westfalenliga. Gehen wir auch schnell. Wir haben 2 Heimspiele mit Westfalia Wickede gegen den SC Neheim. Da geht die Erfolgsserie weiter. Welche? Also das vierte Unentschieden. Die ungeschlagenen Serie. Wir haben zuletzt 3 Mal in Serie Unentschieden gespielt, sogar gegen den letzten. Hast du eine Goldwaage irgendwo dabei, oder? Ja, ich kann noch ein paar Mal auf den Buzzer hauen. Ja, ja. Gerne. Also pass auf, lass uns da schnell tippen. Mit Begründung. Ja. Andreas Tötz macht sein 200. Westfalenligaspiel für Westfalia Wickede, schießt in der 93. Minute das 2-1. Perfektes Spiel. Okay. Hauptsache nicht unentschieden, das ist das Wichtigste. Einfach nicht unentschieden. Nicht unten. Also wenn es 90. Minute 1-1 steht, lieber hinten rein. Lieber eine hinten rein, Hauptsache nicht schon wieder unentschieden. BSV Schüren spielt gegen Fintrop Barmen. Du hast noch gar nicht getippt. Ich habe noch nicht getippt. Ich glaube, das wird ein knappes, du hast 2-1 gesagt. 3-2.
Schüren spielt gegen Fintrop Bamenow. Sonntag 15.15 Uhr Schürener Straße. Haben nach dem 1:4 in Neheim was gut zu machen. Ja. Herr Dukic, ich muss euch mal wieder ein bisschen reizen. Ich sage, ihr verliert 0-1. Ach, zeigt mir was anderes. Auf keinen Fall. Zeigt mir was anderes. Ich tippe 0-1. Die gewinnen das 1-0. Fertig. Okay. Und kurz durchtippen, Sonntag in Gelsenkirchen, Jeck Hassel. Da sagt man Jeck Hassel, ja, oder ist das auch falsch? Gegen Kirchen oder SC? Das wird ein schmackhaftes 0-0. Da passiert gar nichts. Okay. Schießt, ja, sorry, 2-1 für Hassel. Ganz kurz durchgetippt, alle drei nur auswärts, tippen. Die Landesligisten. Hammer, Spielvereinigung 2 gegen Kemminghausen. 0-1. 1-1, Mühlhausen, Uelzen gegen Brake. 0-2. Boah. 2-2. Und für Tinaspor Herne gegen Homburg HSV? 0-3. Ja, 1-4. Hast du gemerkt? Hast ist immer höher geworden. Ne? 0-1, 0-2, 0-3. Wahnsinn. Verrückt, sehr kreatives. Oder? Ist das eine Tipptechnik, mit der du die Kohle machst? Ja, ich habe. Bei Amateursport, Bet at Win oder so? Ja, genau. Da habe ich noch nie verloren. Riesiger Experte. Ein richtiges Topspiel. Ach, das ist mein Highlight am Wochenende. Ja, gebe ich offen zu, das ist mein Highlightspiel am Wochenende. Der TuS Bövinghausen, aufgestiegen in die Bezirksliga. Ja. Bisher noch ohne Punktverlust. Ja. Gegen den FC Nordkirchen. Nicht aufgestiegen. Richtig? Nicht aufgestiegen. Auch noch ohne Punktverlust. Beide sechs Spiele. Beide sechs Spiele, sechs Siege. Bisher noch gar nichts liegen lassen. Und jetzt spielen sie gegeneinander. Und zwar am Sonntag um 15 Uhr in der Provinzialstraße. Ja, ich würde so gerne über die Bövinghausen-Spieler jetzt sprechen, aber ich kann keinen einzigen aussprechen. Ach, doch, das ist richtig schwer. Die drei Mazedonier? Ist einer davon Alexander Georgievski? Oh, stark. Ja, ich hab mal höher moderiert. Nein. Auf jeden Fall kann man sagen, zum TuS Bövinghausen. Das ist eine richtig starke Truppe. Vor allem offensiv, aber sie haben sich auch defensiv stabilisiert. Ja, die drei Mazedonier spielen nämlich hinten. Das ist der mazedonische Riegel in der Bezirksliga. Da geht gar nichts durch, glaube ich. Ja. Und vorne haben sie die beiden Brasilianer, dein Lieblingsspieler. Mateus Ayala Cardonis. Ja, das ist dein Lieblingsspieler, oder? Kann man so sagen. Ja, hat auch schon 4 Tore wieder gemacht. Ja, aber hat am Anfang ein bisschen... Ja, am Anfang hat, glaube ich, Sascha Reinholz und Dennis Gazioch. Gazioch 6, Reinholz 5. Und ah ja, Cardonis macht jetzt 3 und dann 4. Ist er vorbei. Das wird ganz schön. Nordkirchen, ganz starke Truppe. Ja, aber in der Bezirksliga kannst du die defensiv alle packen. Die nicht. Die nicht? Die sind richtig stark. Wie geht's aus? 0-0. Och, das Spiel sieht doch nicht 0-0 aus. Das geht wirklich 0-0 aus. Das geht nicht 0-0 aus. Das geht 0-0 aus. Glaub es mir. Also das kannst du mir gerne 4-4 tippen, aber nicht 0-0. Das geht nicht. Du kennst doch gar nicht die Abwehrspieler von Nordkirchen. Das geht auf jeden Fall. Kennst du Nils Fennecker? Da fallen mindestens 3 Tore. Kennst du Nils Fennecker? Nee, der spielt bei Nordkirchen. Noch. Ja, okay. Christopher Thomassen hat Münster weg. Auch alles kaputt geschossen. Ja, was kann ich dafür, wenn der immer verletzt ist? Wann bist du wieder fit, Thomassen? So langsam bei mir. Der hat er noch nicht schon gemacht. Ja? Ja. Nee, danach war er wieder nicht da. Ach so, okay. Ja, ja gut. Auf jeden Fall. Ja, die in Münster können richtig pölen, aber Bövinghausen gewinnt das Ding auf jeden Fall. 3-2. Okay, ich gönn's dir, aber du hast natürlich kein Recht. Ja, wir werden sehen. Alles klar. Auf den Plätzen wird es ähnlich hoffentlich abgehen, so wie hier gerade, mit viel Energie und vor allen Dingen Spaß bei der Sache. Und, weißt du, wer richtig Bock auf das Spiel hat? Der Trainer. Und der erzählt uns jetzt warum. Sven Thormann. Ja. Wir freuen uns natürlich, dass das so gut geklappt hat und wir so einen super Saisonstart hingelegt haben. Gerechnet, damit hat man als Aufsteiger, glaube ich, nicht. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir eine gewisse Qualität im Team haben und wenn wir unsere Leistung abrufen, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind, gegen jeden Gegner in der Liga zu bestehen. Von daher, wir freuen uns. Trotzdem, dass man aus 6 Spielen direkt 6 Siege holt, damit rechnet man am Anfang, glaube ich, nicht. Damit hat er nicht gerechnet. Und weißt, ich schon, ehrlich gesagt. Und weißt du, womit er auch nicht rechnet? Dass die 0-0 spielen am Wochenende. hört einfach nicht auf ihn, tippt alles anders. Und wie ist das dann kein guter Start Kicktipp.de mehr? Bitte? kicktipp.de/Dortmunds Fußball, da könnt ihr alle Spiele tippen, alle überkreislichen, auch dieses Bezirksligaspiel und bitte tippt es nicht 0-0. Und wenn es doch 0-0 ausgeht, dann komme ich hier im Büßerhemd am Sonntag. Wir sehen uns am Sonntag, viel Spaß am Wochenende. Ciao.